Der Titel klingt etwas reißerisch, oder? Denn schließlich gibt es da draußen sehr viele Parasitenkuren, die da angeboten werden und auch Erfolge mit sich bringen. Und natürlich, die Leute leiden auch sehr stark unter Parasiten. Und bei mir, für meinen Teil, ist es so, dass ich meinen Parasiten schon lange losgeworden bin, beziehungsweise die negativen Folgen oder Nebenwirkungen, die diese verursachen, überhaupt gar nicht spüre und wahrnehme. Von daher möchte ich dir meine Erfahrungen und Tipps mitgeben, damit du auch langfristig und nachhaltig deine Parasiten loswirst. Und zusätzlich gebe ich dir noch die Grundlage mit, warum wir denn überhaupt Parasiten im Körper haben. What the hell are you talking about? Die Grundlagen zuerst, warum sind Parasiten bei uns im Körper? Ganz einfach, das sind Symbionten für unseren Körper, die ihn bei der Entgiftung unterstützen. Zum Beispiel der Candida-Pilz, der die Schwermetalle mit aufsaugt, um den Körper so zum Beispiel zu entlasten. Und die Parasiten, dann gibt es noch viele verschiedene andere, die einfach den übrig gebliebenen Müll von zu viel Essen, von zu viel Industriefraß, durch zu wenig Bewegung, die ganzen Umweltgifte, also die ganze Bandbreite, dass sie den Körper einfach unterstützen, damit der nicht überlastet und überfordert ist. Und wenn jetzt einer behauptet, sein Körper entgiftet, ja wunderbar und ist alles kein Problem, Glückwunsch, dann gehörst du zu einer der Minderheiten, die schon fasten, die wahrscheinlich auch schon rohköstlich sich ernähren oder essen, schleimfreie Heilkost anwenden, die regelmäßig und genug in der Sonne sind, die genug Krafttraining, Sport und frische Luft zu sich nehmen, Basisspaden, Darmreinigung und alles Mögliche machen. Aber ich denke mal, die meisten von euch, beziehungsweise 99,9% der Menschen da draußen, machen das nicht. Schlussfolgernden Parasiten, Symbionten und Helfer für unseren Körper sind, damit sie halt hier eine wichtige Reinigungstätigkeit erfüllen. Es ist vielleicht nicht ratsam, den Körper mit Zwangsreinigungsmitteln, wie zum Beispiel diesem Terpentinzeug, zu belasten, weil der Candida dadurch abstirbt und die ganzen Schwermetalle dann in den Körper abgegeben werden und der Körper dann nicht weiß, wohin damit, und die dann im Blutkreislauf zirkulieren und ihr euch dann nochmal zusätzlich im Körper selbst schadet, eure Organe, euer Wohlbefinden. Und das ist halt das Problem bei sehr vielen. Viele wollen ja sofort mit einer Parasitenkur anfangen, haben aber ihren Darm nicht gereinigt oder beziehungsweise da den Darm gut mit einer Darmreinigung, mit dem Einlauf geöffnet, damit halt da zum Beispiel die Gifte rauskommen können oder dass die Haut über die Haut gut entgiftet wird. Also die haben diese Grundlagen halt nicht gemacht, diese Vorreinigung, die halt Schritt für Schritt gemacht werden müsste, damit das halt alles reibungslos läuft. Weil der Körper hat ja nicht ohne Grund die Parasiten im Körper, weil er keine Möglichkeit mehr gefunden hat, die Gifte, die Rückstände, die Altlasten irgendwie aus dem Körper rauszubekommen, weil er einerseits zu überfordert ist und die Entgiftungsorgane bzw. die Ausscheidungsorgane zu überfordert sind. Deswegen halt die Helfer, damit die halt von innen versuchen, ohne die Ausscheidung das irgendwie hinzubekommen, dass der Körper mit den Giften umgeht. Also bevor du dich mit einer Parasitenkur unfreiwillig selbst vergiftest und deinen Körper schadest, schau, dass die Grundlagen stimmen. Also reinige erstmal deinen Körper, öffne erstmal die Entgiftungsorgane, das heißt Darmreinigung als erstes, Einläufe, Darmsanierung, also diese Sachen machen und das Milieu für die Parasiten entfernen. Also das, was sie gerne essen, meiden. Also die ganze Industriezucker, Fastfood, Fette, diese raffinerierten Fette, also das ganze Zeug einfach weglassen und schauen, dass ihr euch basisch ernährt, dass ihr sehr viel Blattgemüse am Anfang isst, also eher weniger Früchte, weil da auch sehr viele Gifte gelöst werden, sondern mehr auf Sprossen. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, kann ich auch nur sehr empfehlen, da reinzuschauen. Ein sehr hilfreiches Video auch für die Krisenvorsorge. Wildkräuter, Blattgrün, auch die solche Sachen wie die Übergangskost von der schleimfreien Haarkost von Arnold Ehret, also gebackene Süßkartoffel, gebackener Kürbis, solche Sachen mit integrieren, gedünstetes Blattgemüse zum Beispiel. Oder auch auf meinem Blog mal gerne vorbeischauen mit den ganzen Rezepten, die ich auch unten verlinken werde, wo ihr halt auch Gomero-Kost mit integrieren könnt. Also aber schaut, dass ihr euch überwiegend basisch ernährt. Schaut, dass ihr gesunde Fette natürlich nimmt, Avocado, Nüsse, Sprossen, wie gesagt, und solche Sachen bei euch langsam integriert. Auch regelmäßig Fasten machen, so 3 Tage Fasten kann jeder machen, Intervallfasten integriert, sehr viel und ausreichend Wasser trinkt und so einfach schaut mit dieser Kombination, dass ihr nachhaltig und langfristig die Parasiten auch wirklich loswerdet. Es ist halt ein Prozess, geht nicht von heute auf morgen, kann mehrere Monate oder auch Jahre dauern, aber ich kann euch versprechen, danach werdet ihr euch besser fühlen, danach würdet ihr euch nicht so rückläufig sein auf die Parasiten und ihr habt auch ein besseres Wohlbefinden. Und wichtig dabei ist,
das Mindset. Parasiten sind nicht böse, wie immer alle sagen. Ach, das, die bösen Parasiten ist Böses im Busch, wie Meerjungfrau Mann sagen würde. Was? Böses? Böses? Oh. Sondern dass hier einfach mit dem Mindset reingeht, das sind Helfer, das sind Symbionten, die zeigen mir was in meinem Körper nicht stimmt und ich soll dementsprechend handeln und nicht den Parasiten alle möglichen Schuld geben. Ich schaffe meine Ernährungsumstände nicht wegen den Parasiten, weil die mich steuern, weil die mich kontrollieren oder sonst irgendwas. Streich diesen Glaubenssatz. Der ist destruktiv. Der hilft, bringt euch nicht weiter. Nicht immer die Schuld jemand anders geben, sondern euch selber. Das heißt, ändert das Milieu, ändert eure Lebensweise, reinigt euren Körper, fastet, macht Darmreinigung und so weiter. Und wenn du auch daran Interesse hast und dir nicht ewig lang Dutzende Bücher durchlesen möchte, dass dieser Prozess auch mehrere Jahre in Anspruch nimmt, weil du noch nebenbei arbeiten gehst und dann noch Familie hast und Stress hast, empfehle ich dir, auf meiner Webseite vorbeizuschauen, meine Kurse anzuschauen, zur schleimfreien Heilkost, zum Fasten, wo du es halt in wenigen Tagen auch lernst, meine Videos anschauen, mein Coaching-Angebot in Anspruch nehmen, meine Telegram-Arbeitsgruppe vorbeischauen, wo du einen monatlichen Beitrag wir uns jeden Tag austauschen können, wo ich dich auch im Alltag unterstütze, beziehungsweise wir uns in der Gruppe im Alltag unterstützen. Also von daher, schau auch da gerne vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.